Welcome to my world, where it's naturally my world, my perfume world. My world für Eau de Parfums, Eau de X3, Eau de Toilette, Eau de Cologne. Heute möchte ich euch nur kurz sagen, oder ich muss euch sagen, damit ihr das Bescheid wisst, wenn ihr euch dafür interessiert, in Freundlichkeit, welche Arten, welche Duftrichtungen, also welche Kategorien Düfte einzuordnen sein können. Also in welche Kategorien man sie einordnen kann oder könnte. Da könnte man sagen, die aquatischen, die etwas mit viel Wasser zu tun haben. Deswegen das Wort aquatisch, weil Aqua bedeutet Wasser. Dann die holzigen Segler, wo viel Holz drin ist. Dann Oud-Düfte, wo das Agarholz drin ist, das Räucherholz. Dann die nicht zu empfehlenden Lederdüfte, auch wenn es synthetisches Leder ist, würde ich nicht empfehlen. Dann frische Blumendüfte, blumige Düfte. Dann eben frische Düfte, die sich aus verschiedensten Ingredienzen ergeben, dass sie frisch sind. Dann fruchtige Düfte. Dann intensive Düfte. Intensive Düfte ergeben sich aus den Stoffen, die intensiv sich auswirken auf die Performance eines Duftes, auf die Silage. Dann schwere Düfte, das ist genau dasselbe. Es gibt viele Ingredienzen wie Tonkabohne, die wirken sich schwer aus und man sagt deep and rich, also tief und reich, und die haben eine starke Aussagekraft und sind erwärmend. Dann gibt es süße Düfte, die sind auch erwärmend, natürlich auch. Dann gibt es würzige und die sind mit vielen Gewürzen, und zitrische, und die basieren auf Zitrusfrüchten mit Zitrone und Limone und alles, was von Zitrusfrüchten kommt. Und dann gibt es die syphiligen, wo Rum oder andere Sachingredienzen, also andere Rum oder Cognac oder Gin oder sowas enthalten ist. Und man kann die kombinieren. Es gibt süß-schwere Düfte, es gibt frische, fruchtige Düfte, es gibt Oud plus blumige Düfte, Oud plus holzige Düfte, aquatische plus würzige Düfte, zitrisch plus würzig-schwere Düfte, zitrisch plus syphilig Oud-Düfte, aquatische Düfte alleine, aquatische Düfte mit blumigen Ingredienzen gemischt. Und so weiter und so fort. Danke fürs Zuhören, es war meine Ehre. Manuel Schöll aus Zittich hat gesprochen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, guten Abend oder gute Nacht, wenn ihr mir das sehen mag, meine Abonnenten. Und wer noch nicht meinen Kanal abonniert hat, der abonniert bitte meinen Kanal. Einfach abonnieren drücken und ein Like geben unten auf dem Like-Button. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, Baba.